Hallo und willkommen zu Hearthstone der Schwarzfels auf Normal. Und dafür habe ich mein eigenes Phaser-Dean-Deck ausgebuddelt. Und zwar, ja, es ist eigentlich eher ein Su-Paladin, ja, mit Buffs und so, ein bisschen. Phase, ja. Es hat ein einzelnes Secret, und zwar Rächer. Dann zwei abgeschirmte Minibots, Echo-Schlamm für unseren Hobo-Freund. Denn, ja, eine Eule, um ja, gegnerische Minions zu enttaunten oder zu debuffen. Dann an Neutrons, jo, auch für unseren Hobo. Zahnradhammer, auch sehr gut, um Towns und Gottesschilde zu erneuern. Ruf zu den Waffen, ja, um das Board zu füllen und in Kombination mit unserem Quartermeister ein bisschen Minion-Damage zu fahren. Dann Acolyte of Pain, einmal, um, ja, Karten zu ziehen. Eine Flugmaschine auch wieder für unseren Hobo. Und dennoch am besten mit Kings drauf, ist eine super Damage-Maschine. Friedensbewahrer, um gegnerische Minions zu reduzieren im Angriff. Also dann unseren Hobo, nur einen einzelnen, weil ja, ich brauchte noch andere Karten in dem Deck. Dann zwei Echt-Silber-Champions für Removal, ansonsten für Faceplanting. Dann haben wir das Thorns, ja, als Removal und als Card-Draw-Mechanik gedacht. Einmal Segen der Könige, der optimalerweise mit etwas wie Flugmaschine gespielt werden sollte oder auf einen Taunt drauf, der Gottesschild hat. Ja, dann unseren guten alten Bolvar, ja, den man möglichst früh ziehen sollte. Am besten wäre natürlich im Mulligan. Ja, den habe ich gerade hier noch übergangen. Weihe haben wir zwei Stück drin für Board Clear, natürlich immer benötigt. Denn ein Bombenwerfer als Single Target Removal. Denn, wie schon gesagt, den Quartermaster hier, um unsere Rekruten zu buffen. Auch plus ein, weil gehen ja plus 30 Karten in Deck rein, oder muss man halt aushalten. Dann haben wir als nächstes zornige Vergeltung. Ja, als Removal gedacht, aber auch als Face Damage, wenn man das Board geklärt hat, sehr nett. Denn La Öger als Taunt Creator quasi, ansonsten, ja, 4-4er Body, pff, ja, nichts Besonderes, also eigentlich bloß die Taunts, die Minions, die in jeder Runde aufs Board geknallt werden, recht interessant. Zwei Segen der Könige, Wächter der Könige, für Selfie und Bodies natürlich, und als Rundeabgang den guten alten Tyrion Fordring. Ja, dieses Deck ist eigentlich mein Ranking Ladder Paladin, mit dem ich Quests mache, aber er hat sich auch ziemlich gut für die ja, NRC-Bosse bewiesen. Jo, dann mal ab ins... ja, schauen wir mal. Erwartet euch, Sterblicher. Oh, hä? Das ist gut, das ist gut. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Wir könnten theoretisch jetzt unseren Minibot reinrennen und, ja, das werden wir auch machen. Und dann unseren Hammer spielen. Dann wird er wieder gedingst und kriegt noch ein Schild und einen Taunt, damit er dann sein Dings da reintradet. Leel, many errors, such wow. Jetzt werden wir mal das Board clearen, und zwar werden wir jetzt das Ei öffnen, hier anschlagen. Und dann unser feines Consecration zücken. Zabush! Und wir hemmen Board Control. Oh nö! Lava! Oh, du bist so böse, Nefaria. Nö! So, ja, wap, trade, bam, zack. So. Face? Leel. Jo. Dann würde ich sagen, waffen wir den mal mit Kings. Obwohl ich den ja lieber für die Flugmaschine haben würde. Und gehen jetzt mal Face
und versuche mal seinen Armor jetzt wegzukriegen, damit wir in die in die Unixia-Phase kommen. Weil wie Kors er ja nach der Unixia-Phase unser Board cleart. Yes, yes, yes. Erhebe dich, Schwester! Erhebe dich! Ja, ja, ja! Melde mich zum Dienst! Arme Onyxia, arme Onyxia. Faceplant, yeah! Ooh. Natürlich. Das ist natürlich ein Problem. Und da müssen wir wohl unser Übel oder und Übel unser Ding jetzt hier benutzen. Yes. So. Nein. Okay. Jetzt wollen wir ein Schwert haben. No, wir kriegen Rächer. Es ist zwar Schwachsinn, weil er wie gesagt das Board cleart, wenn Neffi gleich kommt. Gibt es nur einen einzigen Feuerball? Oh. Ich bereite mich auf einen epischen Zug vor. Okay, das geht. Doch nicht. Das ist sogar sehr gut. Well played. Go, go. Jetzt Nefarian. Board gecleart und dann können wir jetzt unseren Hobo und ihn noch spielen. Und sogar noch Neffi wieder. Pick. Machen. Oh, sehr nice. Sehr nice. Well played, Nefarian. Well played. Und dann können wir unseren Bolva spielen und dann sollte das eigentlich auch alles erledigt sein. Ja. So, warte mal jetzt. Moblins and Mooms. So, dann haben wir noch einen mehr Angriff rausgezogen. Bolva for Dragon. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir nur noch Face und lassen ihn traden, wenn er will. Kann er ruhig machen, wegen mir. Bam! Yes. Bolva? Nicht Bolva! Nein, Bolva, du solltest ihn noch finishen! Nein! Nicht schon wieder Bolva! 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 GG. Jo, und damit hätten wir auch Nefarian und Onyxia auf normal besiegt. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!